Heizöllieferung in Mainz-Bretzenheim. Der Zähler ordnungsgemäß genullt, damit der Kunde auch nur das zahlt, was er bestellt. 1500 Liter sind es in diesem Fall. In den Heizöltank des Kunden würde aber deutlich mehr reinpassen. Ich habe jetzt eine geringere Menge gekauft, im Hinblick darauf, dass wahrscheinlich im Laufe des Jahres der Preis wieder runtergehen wird. Spekulieren, dass der Preis sinkt, das ist hochgepokert und kann auch schiefgehen. Wie entstehen Heizölpreise? Heizölpreise sind immer Tagespreise. Der aktuelle Wert wird bestimmt auf dem Weltmarkt und den Börsen. Entscheidend dabei ist die Höhe des Rohölpreises. Aber auch politische Instabilität in den Herkunftsländern des Rohöls beeinflussen die Preisentwicklung. Oder ganz banal, die Wetterlage. Die Verbraucherzentrale in Mainz beobachtet die Preisschwankungen der vergangenen Jahre und gibt zumindest etwas Entwarnung. Wenn man mal zurückblickt, dann fällt auf, wir hatten 2008 einen ersten starken Peak nach oben. Da waren wir dann auch schon mal bei einem Heizölpreis von 1 Euro pro Liter. Das hat für viel Aufregung gesorgt. Und nach der Finanzkrise sind die Preise weltweit abgestürzt quasi. Und wir hatten dann lange, jetzt in den letzten 6, 7, 8 Jahren, ein sehr niedriges Preisniveau, wenn man das vergleicht mit der sonstigen Kostenentwicklung und auch mit der Einkommensentwicklung. Jetzt sind wir mal wieder nach oben gegangen, aber ich denke, alles, was unter 1 Euro bleibt, ist für die Privathaushalte verkraftbar. Im Moment ist der Preis zwar unter 1 Euro, im Vergleich zum Vorjahr dennoch hoch. Warum ist der Heizölpreis gerade so hoch? Ebbe am Rhein. Das hat's lange nicht gegeben. Ein Naturspektakel fürs bloße Auge. Der blanke Horror für die Wirtschaft. Frachtschiffe können wegen des Niedrigwassers nicht mehr mit voller Ladung fahren. Viele weichen aus auf Straße und Schiene. Auch ein Großteil des Heizöltransports, zumindest für den Südwesten, verläuft über den Rhein. Wir haben die klassischen Marktmechanismen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn das Angebot sich verknappt, geht der Preis nach oben. Das haben wir jetzt erlebt, obwohl wir jetzt auch wieder eine leichte Entspannung sehen können an der Preisfront. Jürgen Kullmann muss einiges erklären in diesen Tagen. Etwa, dass nicht er den Preis bestimmt und auch, dass die Firma mit steigenden Preisen nicht mehr verdient. Wir selbst kaufen ja auch die Preise auf dem Markt im Rahmen so einer Börse, Heizölbörse, zu einem gewissen Preis. Und da muss man dann auch gucken, dass es dann vom Preis her dann auch immer passt. Und das wird natürlich dann an die Kunden auch so weitergegeben. So wie hier bestellen derzeit viele Kunden geringe Mengen. Langfristig zahlt sich das aber nicht unbedingt aus. Was kann der Kunde tun? Man kann abwarten, den Markt beobachten, günstige Anbieter in der Region suchen oder sich zusammenschließen. Die einfachste Variante wäre, man tut sich mit mehreren Nachbarn zusammen und erhöht dadurch die Bestellmenge. Und dann sinkt natürlich der jeweilige Preis dann nochmal um ein paar Prozent. Das ist das Einzige, was man neben der Spekulation und dem Abwarten und dem Beobachten der Preiskurve tun kann im Moment. Fazit. Die Heizölpreise spielen im Moment verrückt. Das Niedrigwasser ist Teil des Problems, weil die Transportkosten sich dadurch verteuern. Prognosen zu treffen, wie sich der Preis zukünftig entwickelt, schwierig. Eher ist es ratsam, den Markt zu beobachten, zuverlässige Mitbesteller zu suchen. Ansonsten am besten energiesparend heizen.